Hallo, hallo, hallo zu Dragon Quest 11. Nächste Folge ist am Start und wir begeben uns jetzt halt zum Bosskampf in der Krypta. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall die zwei Mädels, die zwei Schwestern jetzt noch an Bord. Die können beide magische Kräfte. Schauen wir mal, was das bringt. Und wir können hier die Wurzel berühren. Und die wird uns nochmal was zeigen, was hier passiert ist oder was wir nicht tun sollen. Der Schatten. Fast hätte ich es vergessen. Hier geht's ja nur mit einem Passwort weiter. Nämlich, es war Umbracadumbra. Okay, nice to know. Hoffentlich sind die Passwörter nicht alle ähnlich oder ich muss sie frei schreiben, weil das war ja ein Riesenproblem. Aber wir werden sehen. Auf der anderen Seite der Tür ist eine seltsame Stimme zu hören. Niemand kommt ohne das Kennwort weiter. Das Kennwort nennen? Oh, das war ja easy. Okay. Habt ihr einen Sprung in der Schüssel? Ihr lasst dieses hübsche, leckere Ding entkommen und erwartet, dass Wampert eine Entschuldigung ausreicht? Oh, das schlägt dem fast den Boden aus. Glaubt ihr Knalltüten, dass Zauberinnen wie Veronika auf Bäumen wachsen? Solche Exemplare findet man nicht alle Tage. Ja moin, ihre Magie sollte mir doch den Respekt des Fürsten der Schatten sichern. Wenn ihr zurückkehrt, stattdessen stehe ich vor einem Scherbenhaufen. Der Fürst der Schatten? Das sind sie. Das sind die Monster, die mich im Bad überfallen und dann hierher entführt haben. Seht ihr die Urne, die neben dem Fettsack steht? Damit haben sie meine Kräfte geraubt. Dann sollten wir uns überlegen, wie wir sie zurückholen. Oh oh. Oh, wie schön, liebe Gäste. Ganz besonders, wenn sie mir Geschenke bringen, das ist doch im kommenden Exemplar so ein Glück. Also dann mal schön still, damit wir dir eine ganze Magie aussagen können, Jungs. Verpasst ihn mit einer Spezialbehandlung, ran an den Speck. Wir werden hier nicht kampflos rauskommen. Ob es uns gefällt oder nicht. Okay, dann starten wir mal. Geil, geil, geil animiert. Wampert und Konsorten nähern sich. So, Leute. Das passt auch. Wir kämpfen jetzt mal. Und da haben wir doch gleich mal Scherbenschatten. Machen wir mal einen Flammenhieb auf den Kollegen da. Behinderblock. Wen habe ich denn jetzt angegriffen überhaupt? Hab's schon wieder vergessen. Wow, toll. Hoffentlich. Oh nein, hoffentlich ist das Gene dieser Block. 24. 12. Scherbe A, auf Wiedersehen. Dann greifen wir B an. Falls unsere Coop-Kräfte noch reichen, setzen wir die dann bei Boss an. Ich habe jetzt bloß Angst, dass dieses Gen jemanden zum Einschlafen bringt. Knirsch. Okay. Ja, moin. Okay, die heilt uns. Wir zerlegen jetzt einmal den, dass einer weniger ist. Oh, oh, oh.
Vielleicht ist es ja sinnvoll. Und die Schwester, die Serena, halten uns jetzt alle hoch. Wenn die dran ist. Oh, schade, unsere Koop-Kräfte sind leider weg. Jawohl, das dachte ich mir doch, dass die das macht. Brauche ich das nicht machen? So, dann erledigen wir den Scherbenhaufen hier. Und kümmern uns voll und ganz um Wampert. Das dicke kleine Dinosaurierlein. Das ist ja ein Drache. Wow, 51, nicht schlecht. Warum kann ich hier keinen Flammenhieb machen? Das hätte ich ja vorhin auch schon mal machen können, ne? Aber schlecht. Bin gespannt, wie viel der hat. Ich denke mal so 200 Lebenspunkte. Ach komm, wir hauen einfach so drauf. Das bringt am meisten. Behender Drachenhieb. Auf Wiedersehen. Naja, die halten uns auch noch easy game, ja? Also die, wenn wir noch in unser Team kriegen würden, dann wäre das ja gar kein Problem. Was haben wir jetzt? Oh, Schutzschild plus 2. Wow, geil. Ja, moin. Das brauche ich unbedingt. Wann kommst du in mein Team? Vampire und Konsorten wurden besiegt. Jedes Gruppenmitglied erhält 670 Erfahrungspunkte. Die Gruppe erhält 500 Goldmünzen. Manu erreicht Rang 12. Und erhält 2 Talentpunkte. Möchtet ihr den nicht gleich verwenden? Der Fürst der Schatten macht mich nie zu seiner rechten Hand, wenn ich nicht einmal Würmer wie euch eins auf den Deckel geben kann. Uff, meine Träume liegen in Scherben. Wer ist eigentlich der Fürst der Schatten, von wem du dauernd redest? Das erfahrt ihr schon bald, wenn diese Welt endlich zu Bruch geht. So, da war er platt, der Kollege. Wir erfahren es also schon bald. So, es wird Zeit, dass ich mir meine Magie zurückhole. Ist da was drin oder ist da nichts mehr drin? Oh, da ist noch was drin. Hoffentlich klappt das. Okay. Und ist sie jetzt wieder erwachsen? Nein. Aber du siehst immer noch gleich aus. War das wohl alles umsonst? Die Magierinnen, die Damage machen, sind immer so klein. Deswegen brauchst du dich nicht zu sorgen. Ich spüre, wie mich die alte Magie durchströmt. Von meinen Zöpfen bis in meine Zehenspitzen. Aber warum siehst du noch wie ein kleines Mädchen aus? Das weiß ich nicht genau, aber meine Verjüngung lässt sich wohl nicht alleine durch die Rückkehr meiner Kräfte aufheben. Aber es könnte schlimmer sein. Weißt du, wie es heißt, du bist doch so schön. Man ist nur zweimal jung. Bei dir hat es wirklich so eine heitere Seite. Tja, ich gewöhne mich wohl besser an eine halbgroße Zwillingsschwester. Ach übrigens, dir ist doch aufgefallen, wer uns begleitet, oder? Aber natürlich. Und dir auch, wie es scheint. Also bist du soweit? Ja, ich nehme die mit. Die kann ich gut gebrauchen. Tapferer Lichtbringer, auserwählte Hygdrasyl. Lange haben wir dich erwartet. Wir, die Kinder Antiquias, schwören dich alle Zeit zu beschützen und solange wir leben, soll niemand dich bezwingen. Es gibt jene, die dich anklagen, Unheil über unsere Welt zu bringen.
Sei bitte versichert, dass sie sich irren. Du bist ein Held. Das Licht in deinen Augen, das Licht aus den Legenden Antiquias. Es lässt keinen Zweifel daran. Ich habe dich auf den ersten Blick erkannt. Jetzt schwören auch noch magische Zwillinge dir zu dienen und dich zu beschützen. Dann bist du wohl wirklich der Lichtbringer, was? Nicht, dass ich daran gezweifelt hätte. Wir haben noch viel mehr zu bereden, aber es gibt da etwas, worum wir uns vorher kümmern müssen. Ich war nämlich nicht der Einzige, die hier gefangen gehalten wurde, weißt du? Wenn ich mich recht erinnere, musste hier irgendwo eine Tür sein. Okay. Auserwählter Hydrilsyl. Dafür, dass die Zwillinge aus Antiquia kommen, dich als Lichtbringer erkannt und geschworen haben, dich zu beschützen, wie es ihre Pflicht ist. So. Erst einmal gucken, was können wir zerstören? Was können wir nicht zerstören? Was? Wir können hier nicht drüber springen? Okay. Wir müssen jetzt leider jede Ecke absuchen. Zap. Zap. Schmuddeliger Verband. So, da hinten ist noch was. Von vier Ecken in zwei, das ist doch eine ganz gute Bilanz. Lumpen Eisenerz. So, das war's. Dann gehen wir mal durch die Tür. Das sind ja lustige Symbole auf der Landkarte. Ja, hat fast ausgeschaut wie ein Gefängnis. Oh je, schaut euch an die Zellen an. Was für ein furchtbarer Ort. Ark. Hey, wer ist da? Keine Angst, du bist jetzt in Sicherheit. Wir haben die fette Topftype und ihre Schläger gekümmert. Danke. Ihr habt was gut bei mir. Ich hatte schon Muffensausen, die könnten uns bald leid sein, mich durchzufüttern und würden mich stattdessen selber fressen. Ach, du hattest Angst um deine Haut? Und das mit deiner kleinen Tochter, die ganz allein war? Was glaubst du, wer ihr seid? Tut mir leid. War nicht so gemeint. Moment mal, kennst du Conny? Und ob? Und es geht ihr gut? Danke der Nachfrage. Der Besitzer der Schenke passt im Moment gut auf sie auf. Der ist nämlich ein verantwortungsbewusster Erwachsener. Hört mal, ich bin euch mächtig dankbar für eure Hilfe. Ich heiße übrigens Lex. Wenn ich euch irgendwie helfen kann, braucht ihr es mir nur sagen. Lex, Woher kommt der Name mir nur bekannt vor? Also ich habe euch genügend Zeit gestohlen. Ich sollte wirklich los und mal gucken, wie es Conny geht. Tausend Dank. Da können wir auf jeden Fall nochmal zurück in die Stadt. Der hat sehr eilig plötzlich. Das kannst du laut sagen, sehr verdächtig. Aber egal, wir sollten uns auf den Rückweg machen. Zeit für wohlverdiente Pause. Zeit zu suchen wir erst einmal. Was? Was? Ich wollte die Zellen noch durchsuchen. Ah, da bin ich wieder in Onsen. Jetzt sollten wir uns das merken und dann später echt die Zellen noch durchsuchen. Meint ihr, das bringt was? Was musst du denn jetzt machen? Verlass die Herberge? Wow, mein Behender. Na, endlich aufgewacht. Keine Sorge, wir sind auch schon lange wach. Und da wir nun auf sind, sollten wir unser kleines Gespräch fortführen über Serena und mich und wie wir dir helfen werden. In Antiqua gibt es eine Legende von der Ankunft des Finsteren, der alles Licht auslöschen will. Doch der auserwählte Hydralasyl, der Lichtbringer und Träger des Mals des Lichtes, erhebt sich gegen ihn. Ich weiß, das ist schwer zu glauben. Ich meine, sieh dich mal an. Aber es ist wahr. Du bist die Reinkarnation des Lichtbringers.
der den Finsteren vor langer Zeit besiegt hat. Ich verstehe aber noch nicht, warum deine Wiederkunft notwendig war, wenn der Finstere doch besiegt wurde, und ehrlich zu sein. Aber das zu hinterfragen steht nicht zu. Wenn wir unsere heilige Pflicht erfüllt und dich zu Yggdrasil gebracht haben, wird gewiss alles klar werden. Yggdrasil also. Nun, ich für meinen Teil würde gerne erfahren, was zum Geier gespielt wird. Also spazieren wir mal dahin. Denkst du auch ab und zu mal nach, bevor du die Klappe aufreißt, falls du es noch nicht bemerkt hast? Yggdrasil schwebt hoch im Himmel. Spazieren, sagt er also wirklich. Es heißt, der Lichtbringer habe den Weltenbaum vor seinem Kampf gegen die Finsternis aufgesucht. Leider verrät uns die Legende nicht wie. Was? Nicht mal ihr besondere Beschützerinnen der alten magischen Wunder wisst das? Zu blöd. Yggdrasil, Yggdrasil, Yggdrasil. Moment, da habe ich vielleicht eine Idee. Wirklich, und wie lautet die? Es geht um den Kerl, den wir gestern befreit haben. Mir ist eingefallen, woher ich ihn kenne. Er verkauft Informationen an Leute aus meiner Branche. Und du glaubst, er weiß vielleicht, wie wir den Weltenbaum erreichen können? Wunderbar. Nun, worauf warten wir noch? Auf zur Schenke. Okay. Schauen wir doch mal, ob der sich schon ordentlich um sein Kind kümmert. Die kleine Maus, die war mal hier gestanden. Die Schenke war... Aber die Schenke war doch hier. Oh, da ist ein Geist. Und deswegen habe ich mir gedacht, da ist bestimmt was zu holen. Eisenstein. Ob wir den jemals gebrauchen können? Komm schon, Papa. Lass uns doch gehen. Denn der Mann, der die Getränke bringt, wird bestimmt schon müde. Los, Hicks. Noch eins für Hicks unterwegs, Liebes. Man weiß ja nie, Hicks, ob man noch ein paar heiße Gerüchte hört. Na, fischst du wieder nach Gerüchten? Manche Dinge ändern sich nie. Du bist doch Lex, oder? In meinen früheren Kreisen warst du ziemlich bekannt als jemand, der viel wusste, wenn der Preis stimmte. Kein Körnchen Wissen ist zu klein, Lex der Lauscher, heimst es ein. So hieß es doch immer, nicht wahr? Und wem schon? Ist doch nicht meine Schuld, wenn ich zufällig interessante Sachen spitz kriege, oder etwa doch? Bin ja nicht drauf aus, mir Ärger einzuhandeln, das passiert einfach. Wie eben letztens, wo ich im Damenbad gestolpert bin und die Monster mich entführt haben. Dabei wollte ich doch nur gucken, wer da drin so ein Radau veranstaltet. Und was ich da sah? Da sind dabei, arme Mädels zu überfallen. Normalerweise hätte ich die Bande übers Knie gelegt, aber ich hatte gerade vorher zu Abend gegessen. Die Schufte haben uns beide geschnappt und tja, ich hoffe nur, es geht dir gut. Nun, größtenteils, wie dem auch sei, wir haben uns gefragt, ob du uns vielleicht helfen kannst. Was weißt du über Yggdrasil? Donnerwetter, ihr macht keine halben Sachen, was? Habt ihr wohl große Pläne? Tja, ihr habt schließlich die Haut gerettet, dann zeige ich euch, was ich weiß. Auf dem Herweg sind Conny und ich durch die Wüste getigert und haben uns dabei vom bösen Hitzeschlag zugezogen. Wir hatten nichts mehr zu beweisen, zu beißen. Kein Wasser, gar nichts. Wir hatten schon die Flinte ins Korn geworfen. Da sind diese Soldaten aus Galoppolis aufgekreuzt. Und ehe ich mich versah, wach ich im verflixten Sultanspalast auf. Das nenne ich mein Glück. Jedenfalls, wo ich die Augen aufmache, sehe ich's. Dieses wunderhübsche kunterbunte Zweigdingens. Wie schön das geschillert hat. Also ich habe ein Auge für Spitzenware. Und wenn das kein Zweig von alten Weltenbaum war, fress ich einen Besen. Hast du das gehört, Veronika? Ein echter Zweig von Yggdrasil? Ja, und er leuchtet dem Lichtbringer den Weg. Das klingt, als müssten wir einen Abstecher nach Galoppolis machen.
Das ist also doch die Idee, die nicht völlig bescheuert war. Wir sollten sofort in Richtung Wüste aufbrechen. Sie liegt hinter dem Kontrollpunkt südwestlich von hier. Er markiert die ganze Grenze zu Gallopolis. Es stört dich doch nicht, wenn wir mitkommen. Wir, die Kinder Aquantonis, schwören dir alle Zeit zu beschützen. Und solange wir leben, soll dich niemand bezwingen. Ach, jetzt kniet sie auf einmal. Veronika und Serena schließen sich der Gruppe an. So, jetzt bin ich mal gespannt, welches Level die haben. Daran erkennt man dann meistens, ob ich zu gut gelevelt habe oder zu wenig. Hier, das wirst du brauchen, um Gallopolis zu betreten. Manuel, den Passierschein für Gallopolis. Die Wachen am Kontrollposten sind furchtbar pedantisch, was Formalitäten angeht, aber damit sollten wir uns durchlassen. So, dann bin ich ja froh, dass wir euch zwei kleine Gören da dabei haben. Und alles in Stufe 12. Okay. Schauen wir mal, was die so drauf haben. Heilung und Entgiftung. Ziemlich geil. Ziemlich geil. So, dann gehen wir mal raus. Und jetzt sind wir schon zu viert unterwegs. Wir können jetzt heilen. Und schauen wir mal nach Gegenstände. Ausrüstung. Veronika-Stab. Dornenpeitsche. Na, die passt ja gar nicht zu ihr. Abband. Habe ich leider auch nichts anderes. Was haben wir da noch? Netzstrümpfe. Könntest du anziehen? Und Serena. Hat Serena Stab? Hier könntest du noch. So, das Schuppenschild benutzt du doch gar nicht. Wir nehmen mal hier das Silbertablett. Hier haben wir leider nur das Harmband. Hier habe ich leider auch nichts anderes für dich. Und da habe ich auch nichts mehr. Ja gut, das wird jetzt schon mal gehen hier. Haben wir noch irgendwas am Charakterbaukasten? Talentpunkte gebündelt zuweisen. Drücke X und du kannst dir über eine praktische kleine Liste aussuchen, welchen Zauberfähigkeiten und Werteverbesserungen du erlangen möchtest, sobald du nicht dieses Feld einzeln auswählen. Wenn du die gewünschten Verbesserungen markiert hast, drückst du auf Bestätigen, um einen Schlag alles zu erlernen. Beachte dabei aber, dass die Geheimfelder erst freigeschaltet werden müssen, indem du das angrenzende Feld zuerst öffnest. Nicht benötigte Dinge kannst du wieder vergessen, um die Talentpunkte dann in etwas Nützlicheres zu investieren. Du musst allerdings eine Kirche oder heilige Statue besuchen, um diese Option Reformation zu wählen. Ey, das ist ja cool. Da kann ich ja nochmal umschwenken, oder was? Talente im Wertboni für den Nutzer mächtiger magischer Werkzeuge. Dazu zählen verschiedene Verzauberungsboni. Okay, schauen wir mal, was da so drin ist. Absorption mit weißen Stäbchen 2%. Steigere die Option mit einem weißen Stab. Ein Paniken-Peitschenangriff erreicht eine Barriere, die den Nutzer der offensiven Zauber schützt. Magische Macht. Okay. Achso, die Zauber, die erlerne ich dann wahrscheinlich erst dann da hinten. Das habe ich schon. Dann werde ich auf jeden Fall mal das da lernen. Mehr kann ich dann eh nicht. Steige die Absorption von Magiepunkten, wenn man mit einem Zauberstamm abgegriffen wird. Dann tierischer Hieb, Sperrangriffe, Hymne des Eises, errichtet eine Barriere, die alle Gruppenmitglieder vor Eisbarrieren, vor Eisangriffen schützt. Magische Heilkraft mit Zauberstäben plus 10.
Komm, das machen wir. Teuflische Versuche. Stellt nach einem Sieg ein bis zwei Magiepunkte wieder her, wenn als Waffe ein Zauberstab aufgeführt wird. Okay, mehr können wir noch nicht machen. Ich hätte auch 6 Punkte. Schwerter, Bihänder. Chance auf kritischen Schlag. Zwei Prozent. Okay, wir können noch nicht so viel. Ich würde vorschlagen, da gehe ich hier mal speichern und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vergesst nicht, den Part zu bewerten. Bis zum nächsten Mal.